Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf dem Kanal. Heute mache ich neue Transformers Teil 2 Aufträge. Und zwar fahre innerhalb von 20 Sekunden nach der Landung aus dem Bus ein Fahrzeug. Einmal 30.000 XP, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, ihr müsst einfach eine Runde starten und das ist der Battle Bus. So, ihr müsst einfach rausspringen. Ich empfehle euch auf der Karte ganz genau hier zu landen bei der Rennbahnstrecke. So, wenn wir jetzt landen, haben wir 20 Sekunden Zeit, um in ein Auto, also in ein Fahrzeug einzusteigen. Ich zeige euch mal das ganz gut. So, Hängegleiter auf. So, und ihr seht hier richtig viele Autos. Zum Beispiel hier Roach Auto, Roach Motorrad. Hier auch noch ein Fahrzeug. Ich steige jetzt in Roach Fahrzeug ein. So, jetzt zack, 20 Sekunden einfach einsteigen. Und ihr seht schon, wir haben den Auftrag auch somit dann auch abgeschlossen. Also ganz schnell erklärt, vom Battlebus rausspringen, landen, 20 Sekunden Zeit, egal welches Fahrzeug einzusteigen. Da habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Erfahre verschiedene Fahrzeuge im Verlauf eines Matches. 3x 30.000 XP, dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich empfehle euch auf der Karte ganz genau hier bei über eine Sekunde über Mega City zu landen bei der Rennbahnstrecke. Denn hier gibt es richtig, richtig viele Autos. Zum Beispiel Roach Fahrzeug, Roach Motorrad und einmal hier das Auto hier. Also als das erste Fahrzeug einfach mal Roach Motorrad. Somit haben wir auch 1 von 3. Hier Roach Fahrzeug, einsteigen, ein bisschen fahren, haben wir auch somit 2 von 3, Leute. So, jetzt gehen wir einfach hier entlang. Könnt einfach in einen Truck, in ein Bike, also andere Motorrad, Bike-Motorrad, so, oder auch in dieses Fahrzeug hier einfach mal einsteigen. Und ihr seht, wir haben den Auftrag dann auch somit abgeschlossen, Leute. Füge Gegnern Schaden zu, während du in einem Fahrzeug bist oder reitest. 200 Schaden, 30.000 XP, dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. So, Leute, hier ist mal ein Dinosaurier. Ihr müsst da einfach rausspringen und hier reite ich. Ihr könnt das Ganze natürlich mit einem Fahrzeug machen. Ihr könnt fahren und gleichzeitig Gegner Schaden zu kriegen. So, ich reite gerade. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Gegner. Guck ich mal. Da ist einfach mal Damage geben. 20. Wir haben auf jeden Fall bisher richtig viel Damage gefügt. So, wir gucken mal. Okay. Wir haben den Auftrag auf jeden Fall abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Wir sind geritten auf einen Dinosaurier. Ihr könnt es natürlich auch in einem Fahrzeug machen. Und wir haben 200 Schaden zugefügt und somit auch den Auftrag abgeschlossen. Zerstöre Objekte mit Explosionen. 50 Objekte müssen wir zerstören, 30.000 XP. Dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Unter Breakwater Bay. So, hier. Und ich würde sagen, wir landen einfach mal. Das ist der schnellste, wirklich der schnellste Weg. Also, ich empfehle euch hier 1, 2, 3, 4, 5 Benzinkanister mitzunehmen. Und die beiden zerstören wir jetzt einfach mal. So. Gehen auch ein bisschen zurück. Hier, es explodiert einfach alles. Und ihr seht hier, machen wir auch mal kaputt. Oh, oh. Okay. Hier, alles explodiert. Und die zweite Phase ist der gleiche Auftrag, aber zerstöre Objekte mit Explosion. Hier, es war 50, jetzt 100 und das machen wir mal. So, dann würde ich sagen, legen wir hier einen Benzinkanister, entfernen uns einfach mal ein bisschen, nehmen wir die Maschinenpistole und schießen einfach mal drauf, hier auf, zack. Und ihr seht, wir haben schon 7 von 100. Dritte Phase, und zwar zerstöre Objekte mit Explosionen. 200 Objekte müssen wir mit Explosionen zerstören. 30.000 XP, fangen wir direkt an. Und wie ihr schon sehen könnt, ihr könnt den Auftrag auch mit einem Boot abschließen. So, zieht einfach und dann schießen. So, ihr seht. Und zack, zerstört. Und der Auftrag zählt. Wir haben jetzt schon 150 von 200 zerstörte Objekte. So, einfach weitermachen. Wir haben den Auftrag fast abgeschlossen, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ihr seht, wir haben die dritte Phase auch abgeschlossen. Zerstöre Vorratsdrohnen bei Brennpunkten. 10x 30.000 XP. Fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Für die Leute, die nicht wissen, was Brennpunkte bedeutet, Brennpunkte sind Orte, die so gold markiert sind, zum Beispiel Frenzy Fields oder Shattered Slabs. Bei euch könnte es was anderes sein, aber bei mir ist jetzt Frenzy Fields und ich lande jetzt einfach mal bei Frenzy Fields. Ja, das sind Vorratsdrohnen hier, die fliegen rum.
Was ihr machen müsst, schnappt euch egal welche Waffe so und schießt einfach kaputt. Und ihr seht, es ist zerstört und da kommt zum Beispiel jetzt Loot raus. Und ihr müsst insgesamt 10 Stück zerstören. Da vorne ist einer. Zack, zerstört. Wo ist noch einer? Wir suchen mal einfach mal ganz kurz, Leute. Hier sind noch mal 2 Stück. So. Zerstört. Und somit haben wir jetzt schon 4 von 10. Hier ist auch noch einer. Zerstören wir direkt. Und somit haben wir 5 von 10, Leute. Auf der Karte ganz genau hier bei Shadows Labs gibt es auch Vorratsdrohnen. So, einfach mal zerstören. Somit haben wir auch 6 von 10, Leute. Wir suchen einfach mal ganz kurz weiter. Hier vorne ist noch einer. So, und mal anschließend zerstören. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir fast den Auftrag abgeschlossen haben. Vorratsdrohnen gibt es auf jeden Fall auch bei Breakwater Bay und Slappy Shores. So, Leute, eine Sekunde. Hier über mir war eine Drohne. So, machen wir es gemeinsam. Da vorne gibt es eine Drohne. Machen wir einfach mal kaputt. Und ihr seht, Auftrag auch somit abgeschlossen, Leute. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war schon mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.